Moin, moin, nachdem ich euch schon vor einiger Zeit die dicksten Bücher aus meinem Bücherregal vorgestellt habe, möchte ich euch heute nun die dünnsten Bücher vorstellen. Das Video zu den dicksten Büchern werde ich euch natürlich in der Infobox verlinken und da könnt ihr dann mal schauen, wie viele Seiten tatsächlich die dicksten Bücher aus meinem Bücherregal haben. Ja, und ich bin eigentlich ein großer Fan von dicken Büchern, gerade wenn man Fantasy liest. Brauchen die Autoren tatsächlich diese Seiten, um mir das authentisch nahe zu bringen? Denn gerade wenn man eine neue Welt erschafft mit neuer Kultur, Religion und natürlich noch mit einer einzigartigen Magie, dann ja, brauche ich diese Seitenanzahl, um das Ganze nicht oberflächlich zu finden. Und da, um da richtig eintauchen zu können, um das Ganze auch wirklich episch aufzubauen. Deswegen, ich bin ein großer Fan von dicken Büchern und habe daher sehr, sehr selten sehr, sehr dünne Bücher hier stehen. Aber ich habe gemerkt beim Raussuchen, dass tatsächlich gerade auch dünne Bücher sehr, sehr besondere Bücher sein können. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, Kinderbücher, Bilderbücher, Sachbücher und Comics hier auszusortieren. Wirklich nur Romane, die eine einheitliche Geschichte erzählen, also auch keine Kurzgeschichten. Und dabei sind wirklich tolle Schätze bei rumgekommen. Es ist eine tolle Mischung mit Geheimtipps, aber auch mit Klassikern. Und das sind halt auch Bücher, die ich sehr, sehr selten in die Kamera halte. Und das freut mich besonders, dass hier noch mal ein bisschen mehr Vielfalt hineingebracht wird. Und ja, ich glaube, da ist irgendwie für jeden etwas dabei. Und wir fangen jetzt an. Ich mache das so ähnlich wie bei den dicken Büchern, dass ich es jetzt sortiert vorstelle nach den Seitenanzahl. Ich fange mit dem dicksten Buch an und ende dann bei dem Buch mit der geringsten Seitenzahl. Ja, ich fange an mit dem Beginn einer Reihe und zwar ist das die 13. Fee Erwachen von Julia Adrian. Ja, das ist der erste Band einer Trilogie. Das ist wirklich ein sehr, sehr dünnes Büchlein für Fantasy tatsächlich und zwar hat es 206 Seiten circa und ist eine sehr, sehr düstere Märchenadaption aus dem Drachenmond Verlag. Ich glaube, das war auch das erste Drachenmond Buch, was ich hier hatte. Es ist auch tatsächlich signiert und hier steht: Für Ramona, lass dich verzaubern von der Fee. Ja, und wir begegnen hier nicht Schneewittchen als Heldin oder eine andere gutartige Heldin aus Märchen, sondern der bösen Königin. Die böse Königin hat jetzt 1000 Jahre im Dornröschenschlaf verbracht und da wurde sie ja verzaubert von ihren Schwestern. Und als sie aufwacht und merkt, dass sie eben gebannt wurde durch diesen Dornröschenschlaf, schwört sie Rache. Und von Rache ist sie auch getrieben, als sie nun durchs Land streift, was ihr irgendwie sehr, sehr fremd geworden ist nach diesen vielen Jahren. Und sie braucht einen Führer. Und sie begleitet dann den Hexenjäger ausgerechnet, der ja natürlich auch ein bisschen attraktiv ist und die beiden sind sich auch sehr zugetan, ziemlich schnell. Das ist jetzt so der Teil der Geschichte, der mich jetzt nicht so angetan hat und ich muss auch sagen, das erste Band auch der schwächste war. Ich glaube, den habe ich 3 Sterne gegeben, weil es halt einfach auch mehr Seiten, also in diesem Fall hätte ich einfach mehr Seiten gebraucht. Aber Band 2 und 3 fand ich so grandios und ich fand einfach so toll, wie hier die Märchen so düster eingeflochten worden sind. Und sie besucht halt nach und nach ihre verschiedensten Schwestern, die halt in den verschiedensten Märchen eingewoben sind. Aber wir haben hier nicht einfach eine Kopie von irgendwelchen Märchen, sondern es wurde natürlich auch eine eigene Geschichte drum gesponnen. Das merken wir besonders, wenn es um Rückblicke geht, warum die böse Königin hier überhaupt zu der geworden ist, die sie ist und wie sie aufgewachsen ist. Und genau das fand ich so toll. Und ich fand es hier wirklich auch gut gemacht, dass die Bösewichte, wo wir eigentlich denken, das sind die Bösen, auch ihre Vorgeschichte haben und man immer wieder denkt, nanu, das ist ja doch nicht der Bösewicht. Und dann versteift man sich auf irgendjemand anderen und der bekommt dann auch eine ja, menschliche Geschichte, warum er zu dem geworden ist. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass hier nicht so schwarz-weiß gemalt worden ist. Hat mich ein bisschen an Once Upon a Time erinnert, weil das da irgendwie ähnlich ist. Da hat man auch ganz viele Bösewichte, die auch dann ihre eigene Geschichte bekommen. Und ich fand nachher den Clou der Geschichte, besonders im dritten Band, so gut, dass das sogar zu einer
Highlight-Geschichte für mich geworden ist vor einigen Jahren, ich weiß nicht, vor 4, 5 Jahren, wo ich das gelesen habe, da ist das dann tatsächlich zum Highlight geworden, besonders Band 2 und 3. Aber ich muss zugeben, dass Band 1 ein sehr schwacher Einstieg ist, aber da ich die Idee und die Settings und diese düstere Atmosphäre so grandios gemacht fand, habe ich weitergelesen und es liest sich auch einfach ganz toll weg und es ist auch sehr, sehr schön gestaltet mit diesen kleinen Illustrationen. Und nicht nur das, wir haben hier zwischendrin auch größere Illustrationen. Mal gucken, ob ich eins jetzt finde. Und ich finde, das fängt die Atmosphäre sehr, sehr schön ein. Also es ist auch durchaus sehr brutal, eben sehr, sehr düster. Also man darf sich das jetzt nicht zu romantisch vorstellen, auch wenn es eine Liebesgeschichte gibt und die auch sehr, sehr schnell vonstatten geht. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Das wird tatsächlich besser, sagen wir es mal so. So, das nächste dünne Büchlein hat, ich guck mal eben, wir sind jetzt schon unter die 200 Seiten geklettert, 180 oder 186 Seiten und es ist ein Klassiker, Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson in dieser schönen Ausgabe. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Als ich das damals gelesen habe, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich ein bisschen mehr Grusel mir gewünscht hätte, aber es ist wirklich auch schon sehr lange her. Es ist deswegen nicht ausgezogen, weil ich dem Buch eventuell nochmal eine Chance geben möchte, weil ich vielleicht jetzt mit einem reiferen Alter und auch ein bisschen mehr Leseerfahrung das Buch vielleicht besser zu schätzen weiß und vielleicht auch die düstere Atmosphäre aus anderen Perspektiven betrachten kann und dann vielleicht doch ein bisschen mehr diese Atmosphäre zu schätzen weiß. Ich weiß es nicht, ich war jedenfalls damals ein bisschen enttäuscht. Dr. Jekyll ist ein sehr angesehener Arzt und man glaubt, also man würde ihm keinen Mord oder keine düsteren Eigenschaften zuschreiben. Er hat aber ein sehr düsteres Geheimnis, denn er hat ein zweites Ich, das heißt Mr. Hyde und dieses Ich kommt manchmal zu Tage oder besonders zu Nachte heraus und begeht sehr, sehr üble Taten und dieses Zwieverhältnis mit sich selbst, das hat natürlich etwas sehr Unheimliches. Ich hatte, glaube ich, nur bei einer Szene irgendwie ein unheimliches Gefühl. In der anderen Zeit fand ich das Buch eher tatsächlich langweilig. Deswegen, ich bin irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, ob ich dem Buch nochmal eine Chance gebe, aber dadurch, dass ich mit diesem Buch eher so diese Langeweile verbinde, habe ich dazu jetzt nie gegriffen. Mal gucken, ob es tatsächlich dann irgendwann doch nochmal auszieht, ob ich es vielleicht als Hörbuch höre oder ich meine, 186 Seiten sind nicht viel, aber ich erinnere mich halt auch noch an früher in der Schule, die Schullektüre, die Hamburger Leseheftchen, die so dünn waren, aber wirklich jede einzelne Seite für mich wirklich eine Qual war. Deswegen hat die Seitenzahl nicht immer etwas zu sagen, ob sich ein Buch schnell lesen lässt oder nicht. Das nächste Büchlein ist wieder wirklich ein Schätzchen und hat 170 Seiten und ist Der Wortschatz von Elias Vorpal. Ja, das ist wirklich eine Liebeserklärung an die Sprache, an Wörter, an Autoren, an Schriftsteller, an Geschichten. Wir begleiten hier nämlich ein Wort. Ein Wort ist unser Protagonist und dieses Wort hat seinen Sinn verloren, seinen Namen. Und deswegen macht es sich auf die Reise, um diesen Namen, um diesen Sinn im Leben wieder zu erhalten, zu suchen. Das Ganze ist natürlich ein bisschen verquer, sehr, sehr symbolisch, mit sehr viel Wortkraft, mit sehr, sehr vielen Wortspielen. Und wir haben hier auch Illustrationen. Ja, und man kann über dieses Buch natürlich sehr, sehr viel nachdenken, weil das eben sehr mit vielen doppelten Böden und doppeldeutig ist und wie gesagt sehr, sehr viele Metaphern hat, wo man überlegen kann, was bedeutet jetzt das Ganze. Und nachher, wenn wir dann den Namen des Wortes erhalten, macht das Ganze dann natürlich noch mehr Sinn
Und ja, das hat mir gut gefallen, auch wenn ich mich leider bei der Lektüre gespoilert habe, weil ich ein bisschen vorgeblättert habe und dann dabei gesehen habe, wie das Wort heißt. Also macht es lieber nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich vorgeblättert habe. Vielleicht noch, um zu schauen, wie viele Seiten es hat oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es wirklich ein schönes Schätzchen für jeden, der Sprache, Worte und Geschichten liebt. Ein Märchen mit 144 Seiten ist das Silberne Einhorn, eine Geschichte vom Wünschen von Max Kruse. Ja, Einhörner finde ich sehr, sehr faszinierend als Wesen. Jetzt nicht diese glitzernden, trashigen Einhörner, die halt in vielen Mädchenbüchern und Mädchengeschichten zu finden sind, sondern eben diese, wie das hier auch schon abgebildet ist, diese Wesen aus der Mythen- und Sagenwelt. Und hier geht es halt eben auch um eine Königin, die stirbt und daraufhin ja, ist das Königreich in Trauer gekleidet und will da gar nicht mehr drin auftauchen. Und eine Zauberin sagt, sie kann diese Traurigkeit verbannen, wenn sie ein Einhorn bekommt. Aber wo bekommt man auf die Schnelle ein Einhorn her? Aber irgendwann tatsächlich wird ein Einhorn, ein kleines silbernes Einhorn, gesichtet. Und da macht sich die Prinzessin mit diesem kleinen Einhorn auf zu der Zauberin, um ihr dieses Einhorn zu bringen. Und auf der Reise erfährt sie natürlich viele Weisheiten, diese Reise mit sich bringen. Und was das Ganze mit Wünschen zu tun hat, das müsst ihr hier auch lesen. Das Ganze ist natürlich auch eine Fabel mit einigen Botschaften und Weisheiten. Mir hat das ganz gut gefallen. Es war jetzt kein Mega-Highlight, aber es war sehr, sehr niedlich und das war mal wieder eine andere Geschichte über Einhörner. Und hier ist eben das Einhorn auch ein bisschen anders dargestellt, wie ihr das hier auch sehen könnt. Und es interessiert mich schon sehr. Also ich habe auch einige Bücher auf der Wunschliste zum Thema Mythengeschichte des Einhorns. Wo kommt das überhaupt her? Und das interessiert mich schon sehr. Mal gucken, wann diese Bücher irgendwann bei mir einziehen werden. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir wieder zu einem Klassiker. Ein Klassiker, der mir auch sehr, sehr viel bedeutet, der für mich sehr, sehr viel Nostalgie und Kindheit bedeutet, ausgerechnet, obwohl das wirklich kein Kinderbuch ist. Und zwar ist es Farm der Tiere von George Orwell, ein Märchen. In dieser grundhässlichen und sehr, sehr abgeranzten Ausgabe, es ist eine Schulausgabe gewesen, das ich halt auch für die Schule gelesen habe, hierzu gibt es eben auch einen Zeichentrickfilm. Und diesen Zeichentrickfilm habe ich als Kind gesehen und wusste da nicht diesen politischen Hintergrund, sondern habe einfach nur eine Tiergeschichte gesehen, die wahnsinnig dramatisch und eigentlich auch nicht für ein Kind geeignet war. Aber es hat mich immer sehr mitgenommen und hat mich eben auch geprägt als Kind. Und deswegen war ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, als ich dann in der Schule auf dem Gymnasium denn endlich auch das Original lesen konnte, wo natürlich auch einiges mehr drin steckte. Ja, wo wir eben die verschiedenen Tiere auf dieser Farm treffen, wo es eben auch ja, um politische Anspielungen geht und jedes Tier hatte irgendwie eine besondere Eigenschaft, die für einen besonderen Menschenschlag stand. Und es macht es natürlich sehr interessant. Aber für mich ist es irgendwie auch diese Tiergeschichte aus der Kindheit und deswegen habe ich mir letztens gerade neue Ausgaben angeguckt. Ich würde diese gerne ersetzen durch eine schöne Ausgabe. Ich habe von Anaconda eine sehr schöne entdeckt und ich glaube auch von Manesse. Da muss ich denn jetzt noch überlegen, welche ich schöner finde, weil ich bin ja eh nicht so der Fan von Diogenes. Ich bin einfach nicht Fan von diesen schlichten, also schlicht finde ich nicht schlimm, aber ich mag einfach erstmal diese Illustration meistens hier vorne drauf nicht und weil die halt immer alle gleich aussehen. Ich bin ein Fan davon, wenn jedes Buch irgendwie sein individuelles Kleid bekommt und wenn die irgendwie alle so ähnlich aussehen, mag ich nicht so gerne. Und jetzt ist es ja auch noch schief gelesen, Leserillen und auch noch beschmutzt. Deswegen darf das gerne ausziehen und ich möchte mir eine schöne Schmuckausgabe gebunden dafür einziehen lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die Anaconda-Variante wird, weil die sehr preisgünstig ist und trotzdem sehr gut aussieht und irgendwie auch zu dieser Stimmung passt. Und ach ja, ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht die Seitenzahl genannt. Hier sind es 133 Seiten. Oh, jetzt kommt auch wieder was ganz Besonderes.
Und zwar ist das eine Ausgabe aus dem Buchheim Verlag, Widow's Point von Richard und Billy Chisma. Ich glaube, Vater und Sohn haben diese Geschichte geschrieben. Und es geht um einen verfluchten Leuchtturm und um einen Autor, der schon mehrere Bücher über das Übernatürliche geschrieben hat und nun ein Wochenende an diesem Leuchtturm verbringen möchte, um für sein neues Buch zu recherchieren, um über diesen Leuchtturm eventuell ein neues Buch zu schreiben. Aber er muss feststellen, dass er nicht alleine in diesem Leuchtturm ist und dass das Übernatürliche ihn dort tatsächlich verfolgt. Das Besondere in diesem Buch ist, dass das nicht einfach in Prosa geschrieben ist, also ganz normal erzählt, sondern wir bekommen hier einfach nur die Mitschnitte von Diktiergeräten oder von Video- und Audioaufnahmen. Außerdem ist es wunderbar illustriert. Und deswegen ist es etwas sehr Besonderes. Es ist aber auch eine limitierte Ausgabe auf 999 Exemplare ohne ISBN. Das bekommt man also nicht einfach in der Buchhandlung, sondern nur beim Buchheim Verlag. Ich weiß nicht, das ist ja jetzt schon ein bisschen älter, ob man das Buch tatsächlich noch dort bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile da nicht mehr zu bekommen ist. Aber ich glaube, dass es dazu auch eine. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob ich Müll erzähle, ob es dazu nicht auch noch eine Taschenbuchvariante gab, die man noch bekommen kann. Oder vielleicht kommt ihr da ja irgendwie noch ja, gebraucht dran. Jedenfalls ist das wirklich ein besonderes Buch, eben aus dieser besonderen Erzählart, weil es nur mit Audio-, Video-, Diktieraufnahmen geschildert worden ist und deswegen sind wir da auch besonders nah dran, weil wir eben auch keinen Erzähler haben, wirkt es eben sehr, sehr realistisch. Und das Ganze hat 125 Seiten ungefähr. Und der Buchheim Verlag, der macht einfach auch wunderschöne Bücher, also der achtet immer sehr auf ja, die Aufmachung, dass es ein Lesebändchen hat. Ich finde auch immer die Haptik sehr, sehr schön und auch ja, dass es illustriert ist und hier die Strahlen des Leuchtturms kann man hier erfühlen und schimmern auch so ein bisschen, wenn ihr das sehen könnt. Ja, und es ist natürlich auch eine sehr düstere Geschichte. Wir kommen zu meinem Lieblingsautor Walter Mörs. Weihnachten auf der Lindwurmfeste ist sein dünnstes Büchlein. Auch das ist nicht einfach nur eine normale Erzählung oder Roman, sondern ist im Grunde ein Brief, der geschrieben wird von unserem allseits beliebten Autor Hildegunst von Mythenmetz, der seinen Freund schreibt. Und zwar ist das, oh, jetzt komme ich nicht auf, ah ja, genau, Achmed Ben Kiebitzer. Das ist sein langjähriger Brieffreund, den er hier schreibt. Und er schreibt halt über das Fest Hamulimeb, was unserem Weihnachten sehr, sehr ähnelt. Ich finde, das ist das schwächste Buch von Walter Mörs. Ja, zum einen, weil es halt nicht besonders episch ist und weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Walter Mörs hier ganz, ganz viel Kritik auch an Weihnachten mit einbringt. Und da ich ein sehr großer Weihnachtsfan bin, hatte ich hier immer so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen. Ja, dass hier Weihnachten sehr, sehr kritisch gesehen wird. Ich sehe natürlich dieses ganze Materielle, was an Weihnachten aufkommt. Und natürlich kann man da auch kritiklos werden. Das ist ja total okay. Aber wenn man so die ganze Zeit irgendwie diese Ansicht des Autos hier durchschimmern sieht, dann kann man sich nicht so richtig auf das Ganze so einlassen irgendwie. War irgendwie bei mir das Gefühl. Aber ansonsten ist natürlich der typische Walter Mörs Humor dabei und wunderbare, verquere Ansichten, Wortspiele und Wortneuschöpfungen sind natürlich auch dabei. Und ich mag halt auch einfach sehr, sehr gerne unseren Hildegunst von Mythenmetz, den sehr, sehr selbstverliebten Autor. Den mag ich einfach sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich es dennoch ganz gerne gelesen. Und die Aufmachung dieser Bücher sind natürlich auch immer sehr, sehr schön gemacht. Es ist aber wirklich sehr, sehr dünn. Und die alleinige Geschichte oder der Brief hat eigentlich nur 70 Seiten. Hinten gibt es halt noch so Tafeln mit Zeichnungen. Also insgesamt hat das Buch 112
Seiten. Also ein sehr, sehr dünnes Büchlein. Und wie gesagt, für mich ist es das schwächste Werk von ihm. Aber es soll ja auch nicht sich messen an den großartigen, epischen Werken wie Die 13er halt Leben des Captain Blaubär oder Rummo oder Der Schrecksenmeister. Das ist ja eher so ein kleines Zusatzbändchen. Und ich würde auch sagen, dass ich das nur denen empfehlen, die wirklich Zamonien und Walter Mörs Fans sind. So, wir kommen zur Top 3, zu den dünnsten Büchern in meinem Regal. Und jetzt kommen wir wirklich zu einem Geheimtipp. Ich liebe dieses Büchlein. Und zwar ist es Der Karussellkönig von Fabienne Siegmund geschrieben und Tatjana Kirsten illustriert. Ihr wisst, dass ich Zirkus und Jahrmarkt sehr, sehr gerne als Setting mag, weil es für mich irgendwie so eine verzauberte eigene Atmosphäre hat und damit man sehr, sehr viel machen kann. Hier ist es wieder auch sehr, sehr symbolisch und auch sehr poetisch geschrieben, was Fabienne Siegmund auch so an sich hat. Es spielt in der Nachkriegszeit und wir treffen auf Mina. Und Mina hat Lilly getroffen und sie sind eigentlich so glücklich, dass sie einander haben als Freundinnen, weil sonst sie niemand mehr haben und sie in einer Ruine untergekommen sind. Aber eines Tages, als Mina aufwacht, ist Lilly fort und sie findet keine Spur, wo sie sein könnte. Von einer alten Frau hört sie, dass sie bestimmt vom Karussellkönig geschnappt wurde. Der Karussellkönig ist eigentlich Inhalt einer Geschichte, einer Gruselgeschichte, die man den Kindern erzählt hat, um die ja Nacht zu fürchten. Und sie macht sich aber dennoch auf die Suche nach diesem Karussellkönig und trifft irgendwann auf ein Karussell, das aus Mondschein oder Mondlicht gesponnen zu sein scheint und versucht nun, ja, ihre Freundin dort zu retten und natürlich auch die vielen anderen Kinder, die dort hingelockt wurden, und sie trifft natürlich irgendwann auch auf den Karussellkönig. Ja, das Ganze ist natürlich sehr symbolisch märchenhaft, aber es hat mich total verzaubert und es hat natürlich auch einen sehr ernsten Hintergrund mit dieser Nachkriegszeit. Das Ganze wurde natürlich verpackt in diese märchenhafte Geschichte und ich finde auch die Zeichnungen wunderschön. Es wurde auch so ein bisschen als Graphic Novel verkauft. Also ich finde nicht, dass es eine Graphic Novel ist, aber das interpretiert ja jeder so ein bisschen anders. Also es ist eine illustrierte Kurzgeschichte oder Kurznovelle, aber als Graphic Novel ist es dann doch zu wenig illustriert, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch nicht so eine richtige Definition bisher. Also wirklich sehr, sehr schön, wie dieses Karussell auch beschrieben wird, aus diesem Mondlicht. Und da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken, wie ist das jetzt gemeint, was ist jetzt hiermit gemeint. Auch wirklich eine sehr, sehr melancholische Stimmung, düstere Stimmung. Ja, sehr, sehr große Liebe für dieses Buch aus dem Thorsten Loh Verlag und sind noch nicht mal 100 Seiten, also 99 Seiten habe ich hier gezählt. So, ein weiteres Schätzchen, also es wirkt wirklich hier eins nach dem anderen, ist ein großes Juwel von meinem liebsten Autor, nee, nicht Autor, sondern mein liebsten Illustrator, Benjamin Lacombe. Ja, muss ich jetzt gucken, dass es hier reinpasst. Ah doch, das passt. Und zwar das Elfenbestimmungsbuch von Benjamin Lacombe illustriert. Und die Geschichte ist von Sebastian Perez. Die beiden, ja, arbeiten öfter zusammen. Und ich weiß nicht, ob es hier jetzt das erste Mal war. Jedenfalls ist das ein älteres Werk von den beiden. Einfach wunderschön gestaltet. Auch die Geschichte ist sehr, sehr schön. Wir treffen hier auf den Botaniker Alexander Bogdanovich, der eine Aufgabe erhält. Ich glaube, es ging darum, irgendwie so ein Lebenselixier zu finden. Und er geht halt in die Wildnis hinein und studiert die Pflanzen und führt dabei auch Tagebuch und schreibt Briefe. Und das lesen wir hier alles auch nach. Dabei entdeckt er eine kleine Spezies, die mit, ja, den Pflanzen in Symbiose lebt. Und das sind die kleinen Elfen. Und die schreibt er hier eben auf und erforscht er und zeichnet er. Und er, ja, weiß halt nicht so richtig, soll er dieses Geheimnis für sich behalten oder soll er das herausposaunen. Und das Ganze ist natürlich sehr naturverbunden und diese Elfen sind jetzt hier keine Lilifees oder Tinkerbells, sondern eben sehr, sehr natürlich, und die
fügen sich auch sehr natürlich in die Pflanzen mit ein. Und er seziert sie auch und es ist wirklich, als wäre das Ganze echt irgendwie so ein Erfahrungsbericht, Tagebuchbericht von Botaniker. Ich zeige euch jetzt mal eben so ein bisschen vom Innenleben, weil das einfach sehr, sehr schön aufgemacht ist. Eben Pflanzenzeichnungen. Wir haben hier aber auch ausgestanzte Seiten. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und wie gesagt, Tagebucheinträge. Es gibt Briefe, die er schreibt. Und ich finde auch das Ende sehr, sehr schön. Und die sind halt ganz, ganz winzig, diese Elfen. Und irgendwie, weil sie so, so winzig sind und kaum zu erkennen sind in diesen Pflanzen, könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Oder wäre es doch schön, wenn es diese tatsächlich geben würde. Ich gucke mal eben, ob ich euch was zeigen kann. Hier zum Beispiel hat er eine Wasserpflanze aufgezeichnet und in diesen kleinen Knospen, dort befinden sich halt diese kleinen Wesen, also so klein sind die. Und hier ist jetzt zum Beispiel so eine transparente Folie, wenn man die jetzt umschlägt, dann sieht man halt das Innere der Pflanze und sieht man, wo die kleinen Wesen sich versteckt haben. Ja, das ist wirklich ein Schmuckstück. Ich glaube, das ist mein Liebstes von Benjamin Lacombe. Neben Alice im Wunderland ist das, glaube ich, meine liebste Geschichte, weil das tatsächlich auch was Eigenes ist. Sonst macht er ja sehr viel Klassiker, die er entweder neu adaptiert oder eben neu illustriert, was auch wirklich ganz, ganz toll ist. Aber wenn man was Eigenes oder was Neues illustriert, ist es natürlich noch besonderer, finde ich. Das dünnste Buch in meinem Bücherregal, beziehungsweise die Geschichte mit den wenigsten Seiten, ist Tintenphönix von Isa Theobald und Christian van Aster aus dem Verlag Edition Roter Drache. Auch ein sehr kleiner Fantastikverlag, der aber auf jeden Fall einen Blick wert ist, denn dort kommen auch immer mal wieder tolle Schätzchen hervor, wie eben auch dieses Buch. Es hat tatsächlich nur 38 Seiten, ist aber farbig illustriert und ist wirklich eine ganz kurze Erzählung von einem jungen Mädchen, die irgendwann auf ihrer Haut eine Feder entdeckt. Eine Feder, als wäre sie dort eintätowiert. Sie würde sich aber nie unter die Nadel legen und weiß auch nicht, kann sich nicht erinnern, wie die dort hingekommen sein soll. Aber zu dieser Feder gesellen sich mehr und mehr im Laufe ihres Lebens. Und bis sie dieses Geheimnis lüften kann, was hinter diesen Federn steckt, muss sie noch sehr, sehr viele Jahre in ihrem Leben erleben. Und wir leben dann ihr Leben mit ihr durch, immer wieder, wenn etwas sehr Einschneidendes in ihrem Leben passiert, begleiten wir sie und wir sehen auch immer wieder ihren Spiegel, also sie hat einen Spiegel und dort sind dann verschiedene Bilder und Erinnerungsstücke herumdrapiert von dem Illustrator und immer mehr Federn kommen dazu. Hier sehen wir das zum Beispiel. Ja, und was das Ganze mit einem Phönix zu tun hat und warum diese Federn auftauchen, das müsst ihr denn nach und nach sehen. Also meine liebste Illustration ist tatsächlich diese hier. Könnte ich mir auch vorstellen, tätowieren zu lassen, weil das so wunderschön ist und irgendwie auch eine tolle Aussage hat. Alleine schon, ja, wenn man die Geschichte nicht kennt, ist das für mich irgendwie eine tolle Aussage mit den Farben. Mit den farblosen und dann den Farben. Ja, eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Und dann gibt es noch eine kurze Ballade von Christian von Aster, die hintendran zu lesen ist. Und die Illustrationen sind von Cora Lines. Ja, das muss man ja auch auf jeden Fall dazu sagen. Denn die Illustrationen machen das Werk natürlich erst komplett, wie ich finde. Ja. Das waren sie, meine 10 dünnsten Bücher aus meinem Regal. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was euer dünnstes Buch in eurem Regal ist und ob ihr sehr gerne dünne Bücher liest, ob das bei euch auch auffällt, dass dünne Bücher besonders auch sehr, sehr spezielle Bücher sind, auch irgendwelche Juwelen im Regal sind für euch. Mir ist das jetzt hier auf jeden Fall besonders aufgefallen. Ich bin aber auch ein wirklich großer Fan von illustrierten Schmuckausgaben, auch für Erwachsene, also nicht nur Bilderbücher für Kinder, die ich ja auch sehr schätze, aber eben auch für Erwachsene, wenn eine gute Story da noch hintersteckt, natürlich auch. Ja,
Mir hat es großen Spaß gemacht, euch mal wieder Bücher vorzustellen, die ich nicht so oft in die Kamera halte. Ich hoffe, für euch war auch etwas dabei. Schreibt mir natürlich gerne auch zu den Büchern, die ich euch vorgestellt habe, etwas, wenn ihr die schon kennt oder eben nicht kennt, wenn ich euch vielleicht ein bisschen anfixen konnte, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!